Hallo Jung und Alt, hier ist das Stempelmarile mit einer Anleitung für jedermann. Heute gibt's eine Pop-up-Box-Card oder Card in a Box, je nachdem wie man das bezeichnen möchte. Ich bastel die super, super oft, weil die nicht so schwierig ist. Die braucht zwar ein bisschen Zeit, aber man kann die total individuell gestalten. Die macht total was her. Und man kann sie flach legen, um sie gut zu verschicken und dann eben aufstellen, wenn man sie erhält und dann eben einfach auch ins Regal stellen oder so. Also ein tolles Ding. Ich mache heute eine Pop-up-Box-Card zu einem 70. Geburtstag für einen Herrn. Dieser Mann mag es, im Garten zu arbeiten. Der macht seine Marmelade selber und so weiter. Also ist so ein Naturliebhaber. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was überlegt, wie wir das machen können. Im Prinzip zeige ich dir am Anfang die Grundform, also wie diese Karte funktioniert. Du kannst direkt damit basteln. Ich zeige dir wie immer die Maße, immer mal zum Mitschreiben. Und dann kannst du, wenn du eben keine Karte in der Art machen möchtest, auch abschalten und deine eigene Karte gestalten. Wenn du mitmachen möchtest und auch sowas Florales machen möchtest, dann bleibst du einfach dran bis zum Schluss und dann siehst du, wie ich das ein bisschen gestalte. Aber das bleibt wirklich dir überlassen. Du wirst in relativ kurzer Zeit auf jeden Fall die Grundform der Karte haben und kannst dann frei gestalten, wie du magst. Gut, dann fangen wir gleich an. Du brauchst als erstes einen DIN A4 Karton. Ein Tonpapier. Ich habe Olivgrün gewählt. Ich liebe Olivgrün. Ich weiß nicht warum. Es ist ja doch irgendwie so ein Braungrün, aber ich mag das so gerne. Und du musst jetzt diese kurze Seite, die hat ja 21 cm, die kürzt du dir jetzt auf 20. Das ist der erste Schritt. Den Streifen, den du erhältst, den behältst du, den brauchst du später noch. So, jetzt drehen wir unser Blatt um und falzen. Einmal bei 7. Einmal bei 14. Einmal bei 21. Und einmal bei 28. So, und wie du siehst, bleibt dir hier so ein kleines Eckchen, also so ein ganz schmaler Streifen über. Jetzt drehen wir uns das Ganze um und falzen bei der Mitte bei 10. Aber Achtung, nur bis zur letzten Falz. Also die eine Seite muss lang stehen bleiben. Das heißt, wir falzen bis hierher. Ein kleines Stückchen. Dann hast du eine lange Seite, die nicht gefalzt ist. Der Rest ist in der Mitte gefalzt. Hier die ersten Maße. Also, wir kürzen unser DIN A4 auf der kurzen Seite auf 20 cm. Die lange Seite falzen wir uns bei 7, 14, 21 und 28 und auf der kurzen Seite bei 10, aber nur bis zur Falz, sodass uns ein langer Streifen ohne Falz bleibt. Jetzt brauchst du deine Schere. Du kannst auch das Schneidebrett nehmen. Aber meine Erfahrung zeigt, dass ich dann oft ein Stückchen zu weit schneide und so und das gefällt mir nicht gut. Also nehme ich lieber die Schere, da arbeite ich ein bisschen sauberer und schneide jetzt bis zu dieser Falzlinie ein. So,
So, dieser schmale Streifen, du ahnst es, wird unser Klebestreifen. Das heißt, ich kann den hier wegschneiden, schräge mir hier meinen Klebestreifen an und auf der anderen Seite auch. Auch das hebt dir auf, das kannst du später noch verwenden. So, und dann falzen wir mal unsere Linie nach. Mach das schon mal gut ordentlich. Später falzen wir das auch noch mal nach, wenn wir es legen. Aber wenn du es jetzt halt schon gut gefalzt hast, dann ersparst du dir eine Menge Arbeit. So, das ist schon unsere Grundkarte. Also, die wird hier zusammengeklebt. Und dann kannst du die so aufstellen. Und dann eben so zusammenlegen. Das ist es schon. Jetzt brauchst du Designerpapier oder weiß ich nicht, wenn du magst, kannst du natürlich auch mit Weiß bekleben oder mit einer anderen Farbe von Tonpapier. Ich nehme halt immer Designerpapier und zwar nämlich zwei verschiedene, weil ich beklebe immer hier unten und dann eben außen auch nochmal. Unten mache ich es meist etwas neutraler, obendrauf dann passend dazu, aber vielleicht immer ein bisschen ausgefallener. Da ist ja eine florale oder gartenangehauchte Karte werden soll, habe ich mir dieses Papier ausgesucht. Das ist Papier von Stamping Up, altes. Das hatte ich noch ein bisschen über und das passt halt gerade so schön, ja, mit den Farnen hier und hier sind halt sogar Gartengerätschaften drauf und so Anleitungen, wie man jetzt hier, ich glaube, einen Ast ansetzt, also wie man es beim Apfelbaum macht. Genau, und das fand ich so mega passend. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Das hat die Maße 9,5 mal 6,5. Und das brauchst du dreimal in dem einen Papier und dreimal in dem anderen Papier. Des Weiteren brauchst du einen langen Streifen. Ich nehme das gleiche Papier, das ich auch außen aufklebe. 19,5 mal 6,5. Das kommt dann auf unseren langen Streifen. Genauso brauchst du ein weißes Tonpapier, auch in 19,5 mal 6,5. Das klebe ich immer hier auf die Rückseite. Dann kann der Übergeber, der Gratulant, da noch was draufschreiben. Gut. Dann kleben wir das auf. Wenn du auf meinen Instagram-Kanal schaust oder auf meine Facebook-Seite unter Stempelmarile, da findest du echt jede Menge solcher Karten in total unterschiedlichen Arten. Also ich habe jetzt zuletzt zu einem 30. so eine gemacht. Ich habe zu einem nicht runden Geburtstag eine gemacht. Ich habe das schon zu einer Hochzeit gemacht im maritimen Stil. Also das geht immer und das macht immer einen guten Eindruck, weil es eben total besonders ist und trotzdem ja nicht so kompliziert ist, wie du siehst. Oh, die Seite ist auch schön, ne, mit den dunkelblauen Blüten, aber für einen Mann möchte ich es doch ein bisschen neutraler halten. Und habe halt einfach dieses Papier komplett in diesem Olivgrün oder diesen olivgrünen Tönen gewählt. So. Die Rückseite könntest du schon aufkleben. Ich bestempel die meist noch.
dass ich da irgendwie so ins Eckchen noch was mache. Das werde ich heute auch machen, deswegen klebe ich die noch nicht auf. Und das klebst du bitte erst auf, wenn du die Karte geschlossen hast. Um die zu schließen, kannst du natürlich auch ein Tombow nehmen. Ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband, weil das einfach besser hält. Du wirst jetzt dann auch gleich sehen, dass wir sicher nochmal irgendwie nachfalzen müssen mit dem Falzbein, wenn die Karte liegt. Weil manchmal verschiebt sich das so ein bisschen und wir wollen ja, dass sie sich gut schließt, wenn sie liegt. Und das machen wir jetzt so. Also wir haben jetzt das doppelseitige Klebeband abgezogen. Und jetzt schließe ich die Karte Kante auf Kante. Und da musst du schauen, dass du nicht dich irritieren lässt von dem, was drüber hängt. So, und da fährst du nach. Und dann klappst du es um und dann fährst du nochmal nach. Und dann lässt sie sich nämlich gut schließen. Ja, siehst du? So kann ich es jetzt super zumachen. Zack, zack, steht das Teil. Und jetzt klebe ich mein DSP hier innen ein, weil dann ist nämlich die Klebelasche auch verdeckt. So, ich mag das andersrum einkleben, weil da ist ein bisschen mehr vom Werkzeug zu sehen, nicht so viel Text. So, jetzt ist die Grundkarte quasi schon fertig, ne? So, und jetzt wollen wir die noch gestalten. Bei den Dingern macht man das so, dass man hier was dazwischen klebt und dann mit transparenten Streifen eben was hochspringen lässt. Das ist eben der Teil, der ein bisschen aufwendiger ist, weil je nachdem, wie voll du jetzt das gestalten möchtest, ja, so entsprechend musst du halt eben arbeiten, dir Sachen ausstanzen oder ausschneiden. Und dann kann das schon ein bisschen dauern, aber man kann es natürlich auch sehr schlicht halten. Und dafür nehmen wir jetzt unseren abgeschnittenen Streifen und den etwas dickeren Streifen. Und den schneidest du dir jetzt auf 11 cm Länge. Mal 1 cm Breite. Ich nehme aber einfach, wie gesagt, diese übrig gebliebenen Streifen. Die gehen super dafür. Du brauchst kein extra Papier verwenden. Also der ist, glaube ich, was dicker als 1 cm. Der ist ein bisschen was über 1,5 und der wird schmaler sein. Nö, der ist gerade so 1 cm. Also du könntest dir hier auch 2 Stückchen rausschneiden, aber ich mag das auch, wenn es ein bisschen dicker ist, weil du nämlich unterschiedliche Sachen aufklebst und dann ist das ganz cool, wenn du einen stabileren Streifen hast. Das ist total wurscht, dass hier die Falz ist und auch, dass das nicht jetzt komplett die Breite durchzieht. Das macht gar nichts. Und dann falzt du dir deinen Streifen jeweils bei 2 cm und zwar gegensinnig. Oder eben bei 2 und 9. Kannst du auch machen. Einmal falz bei 2 und 9. Geht halt hier auf dem Brett immer einfacher, ne? An der 2 anlegen, zack, umdrehen und hier auch an der 2 anlegen. So. Dann falzen wir uns das nach. Oh, das ist aber schwächlich auf der Brust. Na gut, das kriegen wir hin. Und genauso gegensinnig klebst du dir jetzt da auch wieder doppelseitiges Klebeband auf. Weil das muss jetzt echt gut halten. Wenn du dir da unsicher bist, dann nimm Tombow, ne? Dass du das noch verschieben kannst. Aber ich zeige dir gleich einen Trick, wie du das ganz gut hinkriegen kannst, ohne dass du da noch schieben musst. Und das ist echt nicht schlimm, wenn der Streifen da irgendwie blöd drin hängt. Das sieht man dann eigentlich fast gar nicht mehr. So, dann lösen wir uns einmal den Streifen. Ich muss da jetzt auch immer ausprobieren. Ich weiß das nicht, nie direkt, wie rum der Streifen reingehört. Und es kommt jetzt darauf an, wie du die Karte legst. Das kannst du probieren, vielleicht, wenn die Streifen noch nicht gelöst sind, dass du dir den reinlegst und dann mal die Karte schließt. Ob das gut schließt
und sich öffnen lässt. Und dann weißt du, wie rum du es einkleben musst. Also ich werde es jetzt so rum einkleben. Wenn man es so rum einklebt und du die Karte schließen willst, dann geht das nicht. Siehst du das an meinen Fingern? Da hebt sich der. Also, Verzeihung, der gehört so rum rein. Also nehme ich meinen dicken Streifen, den setze ich ein bisschen weiter hinten hin. Ne, den setze ich zuerst vorne hin, so. Und dann schließe ich das. Rutsch da wirklich ganz nach vorne, dass du Platz hast für einen zweiten Streifen. Und dann schließe ich das zu. Und dann klebt sich das automatisch fest. Siehst du das? Zack, zack. Und dann musst du aber gut nach vorne rutschen, damit eben, siehst du das hier, der zweite Streifen da auch Platz hat. Der geht in die gleiche Richtung. Den kannst du entweder auf die gleiche Höhe oder ein bisschen tiefer setzen. Den musst du ziemlich anschließen an den anderen und dann wieder zumachen, feste drücken, zack. Und jetzt hast du eben diese zwei Streifen. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel, dass man das gut erkennt. Dann kannst du die nämlich zumachen, die Karte in diese Richtung. So, und jetzt geht es eigentlich nur noch ans Dekorieren. Und ich habe mir da ganz viele Blümchen und so weiter ausgeschnitten oder gestanzt vielmehr. Und so ein Gartentor. Ich zeige dir das mal, was ich ein bisschen hier gemacht habe. Eine 70. Das finde ich immer schön, wenn es ein runder Geburtstag ist, dass man dann da auch die Zahl hat. Hier habe ich so ein bisschen Grünzeug, ein Gartentürle. Das könnte man jetzt hier auch noch durchschneiden, dann ließe sich das auch öffnen. Ein paar Blüten. Und ich werde das jetzt nicht alles in die Mitte kleben. Ich werde es auch noch an die Seiten kleben, weil da kommen dann auch noch Sprüche hin. Und dafür brauchst du jetzt aber für die Mitte auch wieder so ein bisschen festeres Transparentpapier. Ne, ist nicht Transparentpapier, sondern Folie. Also zum Beispiel Kopierfolie. Warte, ich schaue schnell, wie das heißt. Oh, doch, das heißt Transparent. Folie tatsächlich. Und da schneidest du dir eben so Streifen runter. Und es kommt darauf an, was du nimmst. Wenn du sehr dünne, leichte Sachen nimmst, dann reicht ein schmaler Streifen. Ansonsten kannst du auch mal was Dickeres runterschneiden. Das sieht man aber halt dann auch ein bisschen, ne? Also wenn du das hier reinsetzt, ja, je schmaler das ist, desto weniger ist es halt auffällig. Und diese Zahlen, die sind jetzt nicht so schwer. Also da kann ich das ruhig schmaler machen. Und das braucht auch nicht so lang sein, aber ich schneide es mir immer ein bisschen länger runter, damit ich dann einfach, wenn es mir zu lang ist oder die richtige Länge ausgelotet habe, dass ich dann mir das abschneide, wo ich es brauche. Wenn es zu kurz ist, ist es zu spät, ne? So, ich arbeite hier mit doppelseitigem Klebeband. Ich glaube, das geht mit dem Tombow gar nicht. Du kannst bestimmt mit so Klebedots arbeiten. Das hält auch ganz sicher gut. So, einmal die 0 und einmal die 7. So, und dann schneide ich mir das hier weg, dass man das nicht sieht. Und dann werde ich das hier reinsetzen. Und zwar schon relativ hoch, weil ich davor noch Sachen einsetzen möchte. Und ich möchte, dass die 70 aber gut rausspitzt. Also ist meine Höhe in etwa hier. Ein bisschen tiefer. So. Die sollen etwa auf gleicher Höhe sein. Und den Rest kann ich abschneiden und das kann ich auch noch verwenden, auch wenn es echt super kurz ist, aber das wirst du sehen. Da kann man auch kürzere oder kleinere Sachen eben davor setzen. So, einmal hier hingeklebt.
Das sieht man jetzt super doof, weil das immer von oben ist. Aber ich lege es dir immer wieder hin, dass du siehst, wie das aussieht. Und wenn das fertig ist, wie gesagt, auf meinem Blog und auf Facebook, siehst du dann auch schöne Bilder davon. Genau. So, jetzt haben wir die 70. Dann wollte ich dir noch kurz bei der Gelegenheit die Arbeit mit den Alkoholmarkern zeigen. Ich verwende die Stamping Blends von Stamping Up, weil die einfach qualitativ sehr hochwertig sind und die haben den großen Vorteil, du kriegst immer im Set einen hellen Ton von der Farbe und einen dunklen Ton von der Farbe. Also da ist dann hell Oliv und dunkel Oliv, die zwei gehören zusammen. Und dann kannst du nämlich super schön verblenden. Wenn du die verwendest, dann brauchst du Tinte, die sich nicht auflöst bei Alkohol, also wasserbasierte Tinte, sowas wie das Memento. Das kannst du verwenden. Stazon zum Beispiel würde sich nicht eignen, weil das würde mit verblenden. Genau, und dann würde ich dir mal kurz zeigen, so mit den Blümchen, wie das funktioniert. Also, dann nimmst du ein bisschen eine dunklere Farbe, den Farbton. Machen wir nochmal einen noch dunkleren Ton. Ich möchte so ziemlich Ton in Ton bleiben. Deswegen verwende ich jetzt hier nicht so knallige Farben. Und dann gehst du mit dem helleren Stift drüber. Und dann läuft das so ein bisschen ineinander. Hier siehst du das ganz super. Also da löst sich das schon richtig auf, das Orange. Und läuft so ineinander über. Und macht halt einen super schönen Effekt. Du kannst damit richtig schön schattieren. Das ist jetzt hier zu klein, um das so richtig deutlich zu zeigen. Schattieren, aber das zeige ich mal wann anders. Nur, dass du es mal gesehen hast, die gibt es auch, ich glaube, bei Action und anderen Anbietern. Ich habe da auch welche ausprobiert schon. Von Action kenne ich sie nicht. Also ich weiß, dass viele Leute die ganz gut finden oder die verwenden. Ich bin halt echt begeistert von den Stamping Blends, weil sie halt auch zum Papier passen. Das ist halt das Nächste, ne? Also wenn ich hier Olivgrün verwende, dann weiß ich, das passt halt auch zu dem Papier, das ich verwende. Und du kannst sie auch wieder auffüllen mit Tintenfarbe, also mit den Nachfülldingsen. So, dann machen wir die Kleinen hier noch ein bisschen kräftiger. Und auch da siehst du auf jeden Fall bei meinen schon gebastelten Sachen gut Beispiele, wie ich da verblendet habe. Da siehst du ja auch, also hier habe ich jetzt nicht verblendet. Das ist viel kräftiger als dieser Ton. Oh, ich habe einen ganz trockenen Hals, wo ich drüber gegangen bin. Ich werde mal ein Schlückchen trinken, weil sonst huste ich jetzt die ganze Zeit. So, dann machen wir hier noch grün. Und wie du siehst, haben die zwei Seiten eben diese breitere, weiche Seite wie ein Pinsel und die etwas festere, schmalere Seite, beziehungsweise schmal ist da relativ, weil du mit dem Pinsel natürlich sehr präzise dann leicht drüber gehen kannst. Dann ist die Spitze eigentlich fast schmaler als die feste. Mir wurde mal gesagt, nie die feste Seite verwenden, immer die schmale. Ich arbeite tatsächlich fast lieber mit der festen Seite. Ich habe das irgendwie mehr im Gespür dann. Aber gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. So, hier habe ich noch ein Kätzchen gemacht und da siehst du zum Beispiel gut, ne, wie ich hier verblendet habe. Also dunkel angefangen mit hell drüber. Da hast du super schöne Schattierungen. Habe ich hier noch so ein paar Vögelchen. Genau. So, okay. Ich möchte jetzt Blüten da noch hinsetzen. Und dann werde ich die Streifen
noch verdecken, die sich da drin befinden, auch wieder mit Blüten. Ich möchte dieses Tor hier noch hinsetzen und zwar so, da brauche ich gar keinen Streifen wahrscheinlich, na ein bisschen, dass quasi die 70 so durchs Tor spitzt. Ne? Und da kann ich jetzt diese sehr kurzen Streifen verwenden, von denen ich jetzt gerade einen verschmissen habe, glaube ich. Nein, da ist er. Dann sieht es aus wie so ein Gartentor. Bevor wir das machen, habe ich hier so zwei Blütenranken. Die werde ich hier noch draufsetzen. Und vielleicht eine von den Ranken oder zwei. Dass es ein bisschen hübscher aussieht. Das ist übrigens alles aus dem Set oder von den Stanzformen Geheimer Garten. Das ist auch schon alt, aber das ist so schön. Da kann man so viel damit machen, weil du eben so richtig Szenen schaffen kannst, wie ein kleiner geheimer Garten. Ach, by the way, wenn du das jetzt hier nicht so gestalten willst wie ich, dann kannst du an der Stelle eigentlich schon Schluss machen mit dem Video. Ich glaube, dass du das Prinzip verstanden hast. Also in die Mitte kommen eben diese Klarsichtstreifen, an denen Zeug dran geklebt wird. Ich mache dann außen ran noch weißes Tonpapier, wo ich was draufstempel. Da kannst du dir ausmessen. Also ich mache das eigentlich nie ganz voll, weil ich finde, man soll das Papier sehen. Also ich mache dann meistens so Streifen, wo was draufsteht, oder ein bisschen breiteren Streifen und klebe dann lieber noch ein bisschen Deko mit dazu. Da kommt dann sowas drauf wie alles Gute oder ich drück dich, so in der Art Sprüche. Genau. Und ja, dann weißt du eigentlich schon, wie das Ding funktioniert. Dann kannst du jetzt eigentlich mit deinem eigenen Werk loslegen, wenn du was anderes gestalten möchtest. Ansonsten freue ich mich, wenn du noch dabei bist und hier noch ein bisschen zuguckst, wie meins weitergestaltet wird und am Ende ausschaut. Ja, das ist ein bisschen ein längeres Video, weil das eben einfach ein bisschen dauert mit dem Andekorieren hier. So. Es ist ja immer nicht so einfach für Männer, Karten zu gestalten. Aber ich finde, wenn ein Mann einfach so ein Gartenliebhaber ist, dann geht sowas total. Also ich freue mich super über diesen Auftrag, weil der einfach so schön Kreatives in mir hervorruft. Und ich hoffe, das kommt gut an. So, schau mal, wie schön das schon aussieht. Das klappt jetzt immer um. Ich halte es dir mal ein bisschen. Das steht natürlich, wenn ich es hinstelle. Mega, das macht mich sehr glücklich schon. Genau, und wenn du es nämlich zumachst, dann verschwindet es hier quasi vor der Karte. Da spitzelt es ein bisschen raus. Aber, also das, sowas finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn du das natürlich nicht möchtest, dann musst du halt drauf achten. Ja, das könnte man jetzt noch runterschnibbeln oder so. So, dann lege ich mir das mal hin. Dann werde ich hier die Miezi-Katz noch drauf pappen und ein paar Vögelchen da oben hin machen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den Seiten. So, Miezi-Katz sitzt davor und schaut da rein. Ein Vögelchen. Das werde ich mit dem Tombow kleben, das wird sonst zu fisselig. Setzen wir uns hier hin. Nein! Ist davon geflogen. Schau an. Jetzt da. Gut. Und dann habe ich hier noch so eine Blüte. Die klebe ich mir hier unten hin. Da brauche ich jetzt keinen Streifen mehr, weil die kommt einfach auf den Tonpapierstreifen hier unten drauf oder auf das Tor so ein bisschen. Na, dann verdeckt es das hier so ein bisschen da unten.
Oh, ich hoffe, ihr seht das. Das ist echt schwierig zu zeigen, wenn man von oben filmt. Das ist ja doch ein Ding zum Aufstellen ist. Ich gebe mein Bestes. So, ich weiß jetzt gar nicht, machen wir das hier noch rein vor die 70 oder da so an die Seite. Ja, machen wir. Ich klebe es jetzt doch damit fest. Es geht einfach schneller und verrutscht mir nicht so. So, und jetzt haben wir noch echt einen super schönen süßen Garten gebastelt. Und dann habe ich hier noch so ein paar kleine weiße Blüten, so Röschen und weiß ich nicht, was das ist. Blüten halt. Und da werde ich jetzt auch noch ein paar hinkleben. Einfach nur so hier unten auf die Streifen ein bisschen. Wenn es denn mag. Mag nicht. Ärgere mich nicht. So, einmal. Einfach, dass sie so ein bisschen verdeckt sind. Immer wenn du da reinguckst, da ist jetzt natürlich auch voll der Schatten drauf. Wie zeige ich euch? Da siehst du es. Okay? Einfach so ein bisschen Blüte dahin und hierhin und dorthin. Und hier noch eins hin. Und da drüben auch noch eins. Und dann machen wir unsere Seiten. Moin, ich glaube, das ist süß. Und ich hoffe, für den Mann auch schön. Gut. Ja, wie gesagt, kommt es jetzt auf deine Sprüche an oder das, was du da hinstempeln willst. Ich stempel nicht immer zwingend Sprüche hin. Obwohl ich ganz oft Aufträge kriege tatsächlich, wo ich individualisierte Sprüche stempeln soll. Also das geht bei mir auch immer. Ja, wenn du irgendwie was im Kopf hast, was genau in dem Wortlaut auf deine Karte soll, dann geht das bei mir. Ich setze das tatsächlich Buchstabe für Buchstabe zusammen. Ist verrückt, aber ist so. Genau. Ich habe mir jetzt rausgesucht, also das hier wäre dieses geheimnisvolle Gartenset, woraus die Sternsformen sind. Und auch natürlich die Stempel. Ich habe mir jetzt dieses besondere Momente ausgesucht. Das ist im aktuellen Katalog. Und da wollte ich gerne diesen schönen Geburtstag, einen schönen Geburtstag. Und besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern nehmen. Die habe ich auch schon benutzt. Bei mir sieht man immer genau, welche ich noch nicht benutzt habe, ne? Die sind immer noch schöner drin, weil ich ein Faulibär bin und die dann nicht alle aufziehe. So. Das Brettchen hole ich mir gleich nochmal. Ich werde jetzt erstmal aufstempeln. Also, du weißt ja, dass deine Breite 6,5 ist vom DSP. Wenn du jetzt also was Weißes drauf machen würdest auf die Seiten, dann solltest du so bei 6 cm höchstens sein mit der Breite. Und wie gesagt, ich würde, wenn du jetzt ein schönes DSP hast, da auch nicht so mega große Sprüche oder so drauf machen. Also finde ich halt immer schöner, wenn man einfach noch ein bisschen was sieht von dem Papier. So passenderweise nehme ich natürlich Olivgrün. Jetzt werde ich mir das aber gleich schnibbeln auf 6 cm. Zack. Weg damit. So, und das A und O ist echt beim Stempeln Geduld. Du musst hier nicht festdrücken, ja. Festdrücken ist meistens kontraproduktiv, weil dann nämlich gerne irgendwie so Ränder mit entstehen. Einfach die Tinte ins Papier laufen lassen. Das ist das Wichtige. So, ich klebe mir hier gleich eins von den Vögelchen ins Eck. Weil da habe ich ja noch welche über. Zack. Einmal. Ich kürze mir das direkt.
lege ich es mal ein bisschen hin. Ich hoffe, dann kannst du das besser sehen. Das setze ich mir jetzt hier an die Seite. Und da werde ich jetzt einfach noch diese Ranken so ein bisschen drüber, drunter, daneben kleben. Das so ein bisschen genau rumrankt und von unten vielleicht auch noch ein bisschen. Dann sieht das ganz hübsch aus, denke ich. So, mach's mir hier mal ein bisschen fest. Ich muss nicht an jeder Stelle fest sein, aber so ein bisschen halt. Und von unten nehme ich ein kleineres. Kann man direkt eigentlich dann drauf machen. Gut, dann kleben wir das fest. Ist mein Vögelchen abgehauen. Die wollen heute nicht sitzen hier, meine Vögelchen. Ja, einen anderen Platz, habe ich das Gefühl. So, einfach hier ein paar Pünktchen drauf. Ich mag das auch, wenn es halt nicht ganz fest klebt. Also den Zweig habe ich ja jetzt auch nur am weißen Papier festgeklebt, an dem anderen gar nicht. Dann wirkt es, finde ich, gleich lebendiger. So, und auch hier bin ich immer faulibert. Ich lege hier einen Stempelblock drauf, dann trocknet das, ohne dass ich das festhalten muss. So, derweil mache ich meinen zweiten Spruch. Einen schönen Geburtstag. Das kürze ich mir auch. Langsam wird es wieder eng hier mit meinem Platz, gell? Kann man ein bisschen Chaos veranstalten. So. Da habe ich auch ein Vögelchen. Also das werde ich gleich gestalten. Nur für die Front habe ich mir noch ein bisschen was anderes überlegt. Das Vögelchen hier unten hin und den großen Zweig dann von hier unten und einen kleinen von oben. Mal wieder ein bisschen verstecken. So. Hoppala. Gebarzt. So, das hält. Das ist meine andere Seite. Hobbili. Das ist schon nicht gut. So, da kleben wir das drauf. Da siehst du jetzt auch, also wie das echt wunderbar so eine kleine Box ist, ne? Die steht. So. Genau. Und für vorne habe ich hier so einen schönen Faden. Den haben wir ja auch auf dem DSP. Den möchte ich auf jeden Fall draufstempeln. Und einen Spruch noch. Genau. Jetzt brauche ich erstmal einen großen Stempelblock. Da sind wir da. Ich reinige mal schnell die anderen beiden. Dann kann ich die nämlich schon ein bisschen zur Seite tun. Und wie ich mich kenne, hänge ich dann wieder irgendwie da drin. Dann ist die Karte wieder versaut, ne?
So, wo ist jetzt mein Spruch? Habe ich den begraben? Im Herzen immer an deiner Seite. Da ist es nämlich der Patenonkel und ich denke, da passt das ganz gut. Obwohl ich jetzt gerade überlege, dass, ja, klingt das jetzt sehr so, als wäre man sonst nie beieinander? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, das passt. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das irgendwie vielleicht nicht so passend ist. Weil ich finde den Spruch einfach so schön. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, der passt da auch drauf. So, dann gucken wir mal. 6 breit. Zack. Das lasse ich mir ein bisschen größer. Das kann ich dann noch nachkürzen, wenn ich möchte. Aber ich möchte erstmal gucken. So, und jetzt gibt es noch eine kleine Technik für dich. Und zwar werde ich mit dem Olivgrün den Spruch ausstempeln. Und dann möchte ich, dass das hier nicht so dunkel ist. Also stempel ich das einmal ab. Zack. Und dann stempel ich auf. So, jetzt ist es ganz hell, wie du siehst. Und wenn ich jetzt mit dem Spruch drauf gehe, ist es genau der gleiche Farbton, halt dunkler. Und man kann den super lesen. Ist das schön? Ich hoffe. So. Und dann habe ich ja hier noch diese weißen Blüten. Und da werde ich jetzt einfach hier auch noch ein paar draufkleben. Wenn sie denn mal halten würden. Mögen mich heute nicht. Vögelchen und Blüten mögen mich heute nicht. Mein Turm gibt auch einen Geist auf. Aber das ist ja kein Problem, ne? Der Tombo habe ich ohne Ende. So. Muss ich im Haus haben, ne? Stell dir vor, mein Tombo wird leer. Das wäre Drama, Drama. So. Wir haben es fast geschafft. Wenn du noch da bist, bin ich sehr happy. Nee, da mag ich das nicht. Mag ich jetzt überhaupt nicht gerade. Das kann man noch woanders hinkleben vielleicht. So eins mag ich noch. So, wenn du hier so Klebereste hast, ist das übrigens auch kein Problem. Da gibt es so ein Ding, das ist ein Kleberadierer. Die muss man ab und zu mal sauber machen. Aber dann kann man hier einfach drüber gehen. Dann wird es erst schmutzig, aber dann ist das weg. So, und jetzt kann man das hier drauf machen. Das finde ich schön so. Ich nehme dazu Abstandshalter. Die stören auch nicht wirklich. Also wenn du jetzt überall Abstandshalter hinmachst, dann wird das Ding halt ein bisschen dicker. Aber an sich kannst du das gut bei der Karte machen. Also es ist an sich kein Problem, damit zu arbeiten. Zeige ich dir dann auch, wenn ich die schließe. So, ist ganz schmutzig auf der Rückseite. Das habe ich gar nicht gesehen. So, schau mal. Ja, und jetzt haben wir noch die Rückseite und dann haben wir es geschafft. Und zwar... Nee, das nicht. Wo ist mein Papier? Da ist das. Jawohl. Na siehst du, da kriege ich jetzt auch mein Blümchen unter. Da habe ich jetzt hier noch eine so eine Ranke. Also kannst, wie gesagt, draufstempeln. Das geht natürlich. Oder wenn du halt noch Zeugs hast, ausgestanzt oder ausgeschnitten oder
Vielleicht hast du ja auch irgendwas gekauft. Embellishments, wie sich das so schön schimpft. Dann kannst du die hier auch noch draufkleben. Es ist auch immer noch so ein bisschen gestaltet. Und es ist genug Platz für den Gratulanten, noch persönliche Glückwünsche draufzuschreiben. So. Und das letzte Blümchen. Zack. Entschuhet. So, kommt das da hinten noch drauf? Tada! Rückseite. So liegt das Ganze flach und so ist es dann komplett geschlossen. Wenn du magst, kannst du hier natürlich auch noch irgendwie DSP drauf machen, aber finde ich jetzt nicht so zwingend notwendig. Danke, dass du durchgehalten hast. Danke, dass du mit mir gewerkelt hast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, du bist gut mitgekommen, hast ein paar Ideen gewonnen. Es gibt dann noch schöne Fotos auf meinem Instagram-Kanal, auf meinem Facebook. Wenn du einen Auftrag für mich hast oder Fragen hast oder Stamping-Up-Material bestellen möchtest, das geht alles gerne bei mir. Das geht einmal unter stempelmarile@gmx.de oder über den Instagram-Kanal oder über Facebook. Oder du schreibst mir hier einen Kommentar, dann kommen wir auch irgendwie zusammen. Genau, und dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche dir noch ein wunderbares Werkeln. Ciao!